Willkommen, Freunde, zu Schlag den Lauch. Mein Holzpüppchen hier links hat das letzte Mal zwar das Turnier gewonnen, aber mit seinen Zahnstocherbeinchen kann es sein, dass wir diesmal verlieren. Also drückt mir ordentlich die Daumen. Wir spielen natürlich im Karrieremodus, keine Frage. War ein bisschen Pause zwischendurch, aber das tat auch mal ganz gut. Jetzt können wir wieder durchstarten. Ich hoffe, dass aus dem Charakter noch mal ein bisschen was wird. Ja, der Gegner mit schickem Anzug. So, Match kann begonnen werden. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Den letzten konnten wir ganz gut weghauen. Ah, da wieder die typischen Netzfehler. Das geht mir manchmal richtig auf den Pinsel. Obwohl unser Aufschlag ist auch nicht besser. 15 love. Ja, Ruhe bitte. Okay. Ja, sehr gut. Ich teste gerade nochmal die Schläge, weil ich es jetzt länger nicht gespielt habe. Aber der Schlag vom Gegner war ganz gut, aber war ja auch eine super Vorlage. Lässt uns aber ganz gut laufen. Okay, also bei dem Gegner müssen wir aufpassen, müssen wir ein bisschen näher ans Netz. Aber ich habe jetzt den Ball gespielt, wo wir letztes Mal auch mit gewonnen haben. Das heißt, so strategisch ist das gar nicht verkehrt. Weil alle anderen Bälle haut er leider immer ins Aus. Na, der war nicht schlecht. Ah, 1A gespielt. Wahnsinn, geiler Spielzug. Ja. Da macht man nichts. So, wir haben Aufschlag. Konzentration. Nach vorne. Ah. Oh. Ja, das Einspielen ist hier wieder so eine Sache. Wenn man es länger nicht gezockt hat. Ist das, was ich meine? Entweder haut er ins Aus oder ist mit seinen Zahnsteuerbeinchen zu langsam. Ja, der lässt uns viel zu sehr laufen. Ja, genau, dann müssen wir einen Lob spielen. Oh, und der kommt auch noch. Ja, wir haben keine Chance. Kannst du nichts machen. Komm, Pinocchio, gib alles. Ah! Da hat der Spieler gesehen, dass ich rechts rüber gehe und hat links rüber gezogen. Mann, 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 ey. Ja, das ist schon, der ist aus dem anderen Holz geschnitzt als mein Püppchen hier unten. Schon mal Angst, dass mein Spieler irgendwie Schaden nimmt, wenn er den Ball abkriegt. Oh. Da kannst du nur mithalten, wenn du wirklich einen guten Spieler hast, aber nicht so ein Holzpüppchen. Kleines Püppchen. Kleines Püppchen. Oh Mann. Ja, endlich. Mann, das wurde aber auch Zeit. Als ich den Charakter ausgewählt habe, habe ich gedacht, Mensch, das wird was. Das wird richtig geil. Mittlerweile bin ich da echt am Zweifeln. Alter, wie kann man so einen platzierten Ball spielen? Das gibt's doch gar nicht. 15. Komm, Pinocchio. Ü-tü-tü-tü-tü.
Jetzt links rüber, ja. Sehr gut. Also ein Stück weiter Richtung Netz, kann nicht schaden. Da muss mein Spieler nicht so viel laufen und leidet nicht an Asthma. Jawohl. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Strategie rausgefunden. Das muss nicht immer passen. Aber Richtung Netz zu gehen ist keine schlechte Entscheidung. Da scheint unser Gegenspieler ein bisschen Probleme zu haben, weil er das auch gerne macht. Das ist auch so ein Netzspieler. Und lässt uns dann immer laufen. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Ah. Deuce. Da ist mal im Holzpüppchen so ein kleines Blatt gewachsen. Das ist echt ärgerlich. Aber immer noch Juice, immer noch Einstand. So. Jetzt nach vorne. Ah. Ja. Da wären wir mit unserem Zahnstocherbeinchen auch gar nicht rangekommen. Man sieht gleich. Ah, Mann. Man sieht gleich, er geht wieder Richtung Netz. So, er spielt halt sehr offensiv, sehr großes Pressing. Und wenn ich rangehe, dann haut's nicht hin. Ja, vielleicht sollte mein Spieler lieber modeln oder so, anstatt Tennis zu spielen. Vielleicht hat er da mehr Talent. Quiet, please. Thank you. So, komm. Jetzt aber rechts rüber. Also eine Vorlage und das wäre ein hundertprozentiger Punkt für uns gewesen. Da guckt sogar die Schiedsrichterin sehr ernst. Love 15. Mann, wie kriegen wir hier einen Arsch voll? Ja. Wir sind zu langsam und da kommen wir an unsere Grenzen. Den ersten Gegner, den wir geschlagen haben, das war schon nicht schlecht, aber jetzt kommen wir wirklich an unsere Grenzen. Ui, dass er den noch den schlägt dann aus. Love 40. Da muss mal unser Sportmediziner Geppetto gucken. Ich glaube, das würde ein bisschen mehr bringen. Ja. Das Schlimme daran ist, dass ich die Spielweise von meinem Gegner schon selber feiere. Das heißt, ich bin schon Fan von meinem gegnerischen Spieler. Das sollte ich eigentlich nicht sein, aber was willst du machen, wenn er spielt so elegante und geile Bälle. Ja. Mann, 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 ey. Da hat der schon wieder Wurzeln geschlagen, der alte Holzstock. Das gibt's doch nicht. Das macht einen schon ein bisschen sauer. Ey. Jetzt aber. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Mann, der zieht uns aber hier die Hosen raus. Spielt mal zu weit hinten, klatscht da einer im Netz weg, weil er dann angreift. Greift man selber an. Passt es auch wieder nicht so richtig. Also, es ist schwer, eine Strategie auszumachen. Das ist einfach ein sehr guter Gegner. Jetzt aber rüber. Oh, und der spielt den auch gerade. Ich hätte es ja an seiner Stelle genauso gemacht. Aber mein Spieler hat ja keinen Schläger und keine Hände, sondern Astgabeln. Deswegen funktioniert das nicht. Ja, der wird mal langsam echt ein bisschen sauer. Ja. Highlight anzeigen. Ich zeig doch nicht meine eigene Niederlage an.
Mann. Love 30. Da soll man nicht ausflippen. Da gibt's schon Spieler, da wäre das Joypad schon im Monitor geflogen. Quiet, Mann, 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 ey. Thank you. Das gibt's auch nicht. Das kommt mir. Zieh mal rüber, aber doch nicht in die... Oh. Love 40. Ja, das sind so Spiele, da weißt du, ab ins Trainingslager. Aber nicht 100 Liegestütze, sondern 1000. Und dann laufen wie Forrest Gump. Ansonsten funktioniert das nicht. Wir kriegen so den Arsch voll. Er ist auch viel zu langsam, er kann da gar nicht hinlaufen. Er müsste eigentlich mit dem Fahrrad auf dem Platz spielen. Oder legt sich ins Netz und spielt Thekla die Spinne oder was weiß ich. Ja, bitte noch ein Doppelfehler. Ich will wenigstens nochmal 15 Punkte abbekommen. Ja. Da habe ich schon beim ersten Mal gedacht, dass er den rechts rüberzieht. 15 Love. Mann, 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 ey. Das ist schon eine harte Nummer, was hier gerade passiert. Ey, wie kann man daran vorbeilaufen? 30 Love. Oh Mann! Ey, ist doch nicht normal. Es ist ja so, als wenn er sich total auf uns schon wieder eingestellt hat. Ja. Der Gegner im Turnier ist eine Klasse zu hoch. Jetzt zieh doch mal links rüber. Ey, er spielt immer so zentral. Ich glaube, der kann gar nicht links und rechts spielen. Das geht bei dem gar nicht. Der kann nur geradeaus spielen. Nur geradeaus laufen kann er nicht. Langsam war ich aber echt sauer hier. Guck dir das an. Ich meine, wir haben das Laufen gelernt und nicht das Krabbeln. Mich würde es nicht wundern, wenn er weiter spielt, dass er dann bald aufs Töpfchen geht. Ich habe das Gefühl, der entwickelt sich zurück. Ja. Dann kriegt er diesen Ball, diesen einen Ball, und anstatt den vernünftig rüber zu spielen, haut er den ins Netz. Das wäre unsere Chance gewesen. So, den jetzt links rüber. Nein. Die Thekla, die Spinne, ab ins Netz. Jawohl. Quiet, please. Thank you. Könnt ihr euch kotzen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich spiele mit dem Netzpfosten. Der bewegt sich genauso wenig. Ey, der Typ ist so langsam, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, die Bälle sind so präzise. Die kannst du natürlich schlecht abwehren, aber... 30 Love. Okay, wir sollten wahrscheinlich da nicht so viel hampeln, sondern erstmal dastehen bleiben, wo er angeordnet ist. Das macht wahrscheinlich die Automatik. Jetzt zieh doch mal durch, ey. Ey, du kriegst zwei Lobs gespielt. Und anstatt den richtig durchzuziehen... 40 Love. Das ist ja... Das ist ja, als wenn du vor dem Tor stehst, einen Meter und daneben schießt. Ja. Ohne Worte, ohne Worte. Game Wawrinka. Wenn ich ins, in den Trainingsmodus gehe... Dann ist es so, dann muss ich halt auch immer Tennis spielen, präzise.
irgendwelche Schläge auf irgendwelche Felder platzieren. Ich finde, der müsste mehr hier so Lauftraining machen oder so. Das würde ich viel besser finden. Ich hoffe, das kommt auch noch. Ja, der Typ hat die Herzen der Zuschauer gewonnen. Ja. Und mein Spieler kannst du hinterher zum Abdecker bringen. Ja, guckt euch das an. Ein Spieler, der so einen Ball zurückschlägt, den kannst du nicht besiegen. Der war so genial. Selbst wenn ich da rangekommen wäre, hätte er den wahrscheinlich wieder ins Netz gehauen. Ja, keine Chance, keine Chance. Nee. Love 30. Nur wir laufen gleich nach vorne. Keine Chance. Love 40. Ich könnte natürlich auch hinten stehen bleiben, da hätte ich den Ball bekommen, keine Frage. Aber das ist auch keine Strategie, immer nur zu reagieren, anstatt selber zu agieren. Zumal hier mein Spieler keine Chance hat. Was willst du da machen? Den kannst du in den Topf pflanzen, aber spielen kannst du mit denen nicht. Ey, das macht echt sauer. Okay, kann er auch einfach fair bleiben und sagen, der Spieler ist einfach zu schwach halt und der andere zu stark. Weiß auch nicht, ob das als Trainingseinheit gewertet wird. Ja, guck dir mal den Ball an. Der soll nah rankommen. Du wirst doch immer mit dem Flugzeug rankommen, wenn du da langfliegen würdest. Das ist einfach unglaublich, ey. Ja. Überleg mal, du haust so einen Ball bei so einem normalen Spieler hinten rechts in die Ecke. Der kommt zurück, ziehst du links rüber und dann war's das. Aber kannst du vergessen. Das ist, der ist so stark. Nee. Eieieiei. So, freches Bübchen. Gib alles. Ah. Da kannst du nichts machen. Der ist einfach. Der Typ ist einfach zu gut. Aber aufgeben ist jetzt auch keine Option. Wir ziehen das jetzt durch und nehmen die Erfahrungspunkte mit. Analyse brauche ich nicht machen. Ist einfach, der ist einfach eine Klasse besser. So. Ja, und jetzt haut er ihn wieder ins Netz. Und so, wie unser Gegner, so müssen wir werden. Da muss ich unseren Spieler hinbekommen. Die Frage ist nur, ob er mit seinem Stöckchenbeinchen da irgendwie die Physis hat. Um das hinzubekommen. Gerade wir kriegen ja... Ah. Gerade sagen, wir kriegen ja keinen Ball übers Netz und wenn wir ihn rüberkriegen, dann haut er ihn sogar noch ins Aus. Love 30. Love 40. Eieiei. Tja. Jetzt kommt der Matchball, ne? Guck mal. Die ganze linke Seite ist frei. Und er schafft es nicht, den Ball links rüber zu spielen. Und es liegt nicht an meinem Joypad oder wie ich steuere. Sondern der Typ ist einfach eine Nummer zu groß für uns. Ganz ehrlich. Mann, 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 ey. Das ist ein grandioser Spieler. So, was haben wir? Eine Match-Zusammenfassung. Just 20, 0-0. So, Highlights, Wiederholung, verlassen. Wir gehen jetzt mal auf verlassen. Freunde, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe das Ding hier total verkackt. Ich habe einen Spieler, der irgendwie nicht so funktioniert, wie er soll. Aber ich denke mal, wir hatten trotzdem ein bisschen Spaß. Die nächsten Spiele werden auf jeden Fall besser. Ich muss noch mal ein bisschen ins Trainingslager. Lasst mal ein Abo da. Like den Kanal, like das Video. Kommentare nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin.